華やかなひまわり咲く頃に届けたいこの数えきれない不思議がある。気がつけばみんな大人になって見失うよ大切なものを。そんな時あなたを見つけ出した。この広い世界で迷うことなく今始まる二人の物語。私たちなら歩き出せるよ。たとえこの先が迷い道でも、これからずっと二人で同じ夢を描いてゆければいいから。そんな日がほらすぐそこにある。Rune Factory 4 Special. Und damit ein herzliches Willkommen zu meinem neuen Projekt. Und zwar Rune Factory 4 Special. Wer hätte das gedacht? Und ich muss erstmal eins loswerden. Ich glaube, das ist das beste Opening, was ich je in einer Rune Factory gehört habe. Wa? Ich glaube, das Opening höre ich mir das öfter nochmal an. So, wir müssen erstmal... Ich habe ja nicht so viele Optionen. Ich würde gern eine kleine Frage stellen. Erstmal an euch, bevor ich das Let's Play starte. Möchtet ihr das Spiel auf Englisch oder auf Japanisch mit der Sprachausgabe hören? Ich stelle jetzt erstmal für die erste Aufnahmesession auf Englisch. Ich warte euch eure Meinung dazu ab, ob ich es auf Japanisch umstellen soll. Aber für die erste Aufnahmesession werde ich es auf Englisch belassen. Das werden wir irgendwann mal spielen. Wir spielen erstmal die Story, denn ich habe das Original nie gespielt. Das ist das erste Mal, dass ich Rune Factory 4 spiele. Und da bietet sich doch gleich ganz gut an, dass wir die Special Edition spielen. Und ja, wir starten doch direkt ins Spiel. Story-Modus. Und ein neues Spiel. Ziel des Norad-Expresses, Selfia. So hoch, ich will hoch hinaus. Mit dieser Auswahl wirst du ein männlicher Charakter. Dann soll dein Charakter männlich sein? Mit Nein änderst du den Auswahl. Ja, wir starten mit einem männlichen Charakter. Dieses Luftschiff fährt in die Stadt Selfia. Diese Stadt ist berühmt für ihre Gottheit. Und jetzt versuche ich, ihr dieses Geschenk darzubringen. Viel Zeit habe ich nicht. Entschuldigung, ist es noch weit nach Selfia? Oh, wir sind fast da. Möchtest du die Sehenswürdigkeiten besichtigen? Ja, so etwas in der Art. Die Stadt ist echt schön. Tolle Luft und Landschaft und eine großartige Atmosphäre. Wenn du auf der Straße stehst, spürst du den Schutz der Gottheit. Du wirst deinen Aufenthalt dort bestimmt genießen. Ja, das hoffe ich. Hey, pst, hörst du mich? Ja, Sir. Was machen wir hier überhaupt? Was bist du denn für ein Idiot? Du weißt noch nicht mal, warum wir hier sind. Also, wenn ich dich frage, wirst du immer sauer. Was? Schon gut. Wir sind hier wegen dieser Person. Da drüben, siehst du sie? Hier drin ist es stockfinster. Sieh durch das Loch, du Trottel! Ach ja. Verstehe, es geht also um diesen Mann. Gleich schlagen wir los. Bist du bereit? Ja, Sir. Ah! Hä? Wir übernehmen jetzt dieses Schiff. Tut, was wir euch sagen, dann passiert euch nichts.
Verstanden? Gib uns einfach dieses Ding, dann lassen wir dich gehen. Das Ding, das du dem göttlichen Drachen geben willst. Woher weißt du das? Tja, du wärst überrascht, was man mit einer kleinen Recherche alles herausfinden kann. Wie könnt ihr nur? Wer seid ihr überhaupt? Dieses Geschenk ist sehr wichtig. Das kann ich doch nicht einfach irgendwelchen Wildfremden überlassen. Schon in Ordnung. Für solche Notfälle wurde ich ausgebildet. Zuerst drücke ich L, um die Tasche, die L-Tasche zu öffnen. Oh Mann, diese Immersion, ne? Breitschwert anlegen und B drücken, um anzugreifen. Du willst kämpfen, was? Okay, dann mal los. Ja, yes, Sir. Gut, L. Anlegen. Und dann B, um zu schlagen. Okay. Und ich merke schon, ich muss was an den Einstellungen machen. An den Toneinstellungen. Müssen wir mal gucken. Mir sind die Sounds ein bisschen zu laut. Gucken wir mal. Woher wissen diese Leute überhaupt was davon? Egal. Wenn jemand hinter dem Ding her ist, muss ich mich beeilen. Nicht so schnell. Ach, auf. Wach schon auf. Endlich. Puh. Also, was machen wir nochmal? Halt einfach die Klappe und sieh zu. Also dann. Es wird Zeit, dass du uns sagst, wo dieses Ding versteckt ist. Sonst. Oh, ich glaube, wir haben was vergessen. So ein bisschen. Ich frage mal trotzdem, wer seid ihr? Hä? Wer bin ich? Hey, sag was. Aber du hast doch gesagt, ich soll die Klappe halten. Ach, tu einfach, was ich dir sage. Was für ein Tyrann. Sorry. Entschuldigung. Hä? Wer bist du? Hey, willst du dich dumm stellen? Nein, ich weiß wirklich nicht. Ich fragte ja letztes Mal, wo ist dieses Ding, das du eben noch in der Hand hattest, verdammt. Ich weiß nicht, wovon du redest, ich schwör. Du. Sir, Sir. Was denn? Ich hab dir doch gesagt, du sollst die Klappe halten. Sir, es könnte ein Gedächtnisverlust sein, Sir. Was? Willst du damit sagen, dass ein leichter Schlag auf den Kopf das Gedächtnis trüben kann? Sir, ich weiß nicht, Sir, aber vielleicht doch. Hm. Was? Vielleicht ist es ja wirklich ein Gedächtnisverlust. Wie kann man denn sein Gedächtnis so leicht verlieren? Jetzt ist es zu spät, Sir. Ich weiß schon. Verdammt. Nein, Moment mal. Woher wissen wir, dass du uns nicht zum Narren hältst? Das könnte ja ein Trick sein. Ein ganz übler, mieser Trick. Oh, stimmt durchaus, Sir. Okay. Bring diese Idioten da drüben hin, dann sehen wir gleich, ob die Wahrheit ans Licht kommt, wenn wir ihm drohen. Verstanden, Sir. Was? Hey, halt! Was genau habt ihr mit mir vor? Also ich werde... Sir? Was ist denn? Wie geht das nochmal mit dem Bedrohen? Du! Nutze einfach die Flughöhe, verdammt! Wie? Muss ich denn alles erklären? Du musst der Geisel damit drohen, dass wir sie vom Schiff treten. So? Ups. Hä? Ah. Wer hat dir denn gesagt, dass du tatsächlich treten sollst, du Blödmann? Das sind ja zwei Idioten. Du liebe Güte, was soll ich tun? Hm? Was? Au. Was soll denn das? Ist da gerade jemand vom Himmel gefallen? Ein Mensch? Hey, du da, lebst du noch? Can it be? Hallo? Du bist doch nicht tot, oder? What?
Du lebst. Gerade mal so. Bist du verletzt? Also, mein Rücken tut weh. Yes. Aber sonst nichts. Nur Rückenschmerzen nach einem Sturz aus dem Himmel? Was für eine Art Körper hast du? What? Was ist denn? Ein sprechender Drache? Huh? Hä? Nun ja, am besten stelle ich mich mal vor. Oh, meine Ohren. Ich bin Ventuswill, der göttliche Wind. Einer der legendären göttlichen Drachen, die über diese Welt herrschen. Und es ist mir völlig egal, ob du von oben herabgefallen bist. Du darfst nämlich diese Kammer ohne Erlaubnis nicht betreten. Wie heißt du? Ich? Lady Ventuswill! Alter, schrei doch nicht so. Was um alles in der Welt war das gerade für ein Geräusch? Hey, wer ist dieser Gauner? Moment. Vulkanon. Aber ich sagte, Moment, wir unterhalten uns gerade. Ja, meine Dame. Also, wer bist du? Also, wir können dir einen Namen geben. Es ist sehr gut, dass wir uns nicht mehr erinnern, wer wir sind. Deswegen bietet sie es doch an, ne? Nein. Ich habe einmal zu viel B gedrückt. Tut mir leid. Wie heißt natürlich wie mein Kanal, ne? Der gute Miku. XC. Hallo, macht doch nicht automatisch groß. Ich hasse das. Ja, ist okay. Gib deinen Geburtstag an. Ich hab im Sommer Geburtstag, am 17. Welchen Monat verrate ich euch nicht? Haha. So. Miku, glaube ich. Du darfst mir keine vage, ausweichende Antwort geben. Sag es deutlich. Tja, besser geht's leider nicht. Ich kann mich nur noch an meinen Namen erinnern. Na, sowas. Sprichst du die Wahrheit? Ja, meine Dame. Ich sehe Ehrlichkeit in deinen Augen. Ich muss das unbedingt ein bisschen leiser stellen, die Soundgeräusche, ne? Aber der Gedächtnisverlust. Das tut mir wirklich leid für dich. Du bist bestimmt sehr verwirrt, wenn du dein Gedächtnis verloren hast. Aber eins ist gewiss. Ich werde immer an deiner Seite stehen. Ich bekomme keine Luft. Oh. Warte kurz. Vielleicht bist du ja der Prinz, auf den wir warten. Du hast durchaus etwas Adliges an dir. Du musst durch die Wucht des Aufpralls dein Gedächtnis verloren haben. Hast du irgendeine Ahnung, warum du aus dem Himmel gestürzt bist? Also, weißt du... Dann also Rebellen. Das habe ich mir schon gedacht. Sie müssen Schurken sein, die hinter den Prinzen her sind. Du hast recht. Du hast recht, das kann kein Zufall sein. Vulkanon? Ja, meine Dame. Richte ein Zimmer für den Prinzen her. Jawohl. Entschuldigung. Meinst du damit ein Zimmer für mich? Natürlich. Aber ich bin nicht mit der Absicht aus dem Himmel gestürzt, mich hier niederzulassen. Zweifellos. Hä? Wer würde schon vorsätzlich aus dem Himmel fallen und in das Dach einer Burg krachen? Offenbar hat das Schicksal über deinen Werdegang entschieden. Ich kann dir versichern, mach dir keine Sorgen. Du bist hier, weil es deine Bestimmung war. Aber du wirst in dieser Stadt leben und hier womögliche Hinweise auf deine Identität finden. Das scheint die logischste Vorgehensweise zu sein, oder wie siehst du das? Ich weiß nicht, ob logisch das richtige Wort ist, aber... Bist du sicher, dass ich bleiben kann? Ganz gewiss. Danke vielmals. Kein Grund, sich zu bedanken. Allerdings... Ich hoffe, du hast nicht nur alles über deine Person vergessen, sondern auch den Tonfall, den ich vorhin an den Tag gelegt habe. Vorhin? Was meinst du damit? Meine Art zu reden. Mehr weißt du nicht, stimmt's? Sonst hast du nichts gehört? Oh, jetzt wo du es sagst, hörst du dich ein wenig anders an. Ein klein bisschen arroganter, schätze ich. Tut mir leid. Also, erinnerst du dich? Hast du gerade verächtlich mit der Zunge geschnalzt? Wenn du meine andere Seite gehört hast, kann ich wohl nichts dagegen tun. Was soll's? Lady Ventuswill? Nenn mich einfach Venti. Venti? Klar, warum nicht? Jetzt ist mir auch egal, ob du mich mit Respekt ansprichst. Der Zug ist abgefahren. Und hör auf, so höflich daher zu reden. Das ist mir irgendwie unangenehm. Sprich einfach so mit mir, als wären wir alte Freunde. In Ordnung. In Ordnung? Ja, meine da... Okay. Gut.
Pass auf, das ist wichtig. Behalte es auf jeden Fall für dich, okay? Was denn? Dass ich eigentlich von Natur aus eher lässig drauf bin. Oho, du hältst also vor den anderen Geheim. Erzähl das bloß nicht weiter, kapiert? Ja, meine Venti. Lady Ventusil, das Zimmer ist nur hergerichtet. Gut gemacht. Dieses Dröhnen, das machst du mit Absicht. Du musst schmerzhaft. Geh heute früh zu Bett, Prinz. Nun, Lord Arthur, gestatte mir, dich zu deinem Zimmer zu geleiten. What? Arthur? Yes. Ja. Mir kam vor, dass der Name des Prinzen Arthur sei. Hä? Aber wenn das so ist, warum solltest du dich das anders nennen? Bin ich wirklich ein Prinz? Aha. Selbst die eine Sache, von der du dachtest, dass du dich noch dran erinnerst, es muss schwer sein. Und nein, so habe ich das nicht gemeint. Es ist ganz normal, dass du etwas verwirrt bist. Ich denke, es wäre am besten, wenn du heute früh ins Bett gehst. Aber... Wenn du ein Mitglied der Königsfamilie sein solltest, werden wir deine Identität schon bald erfahren. In diesem Fall müsstest du zugeben, dass du deinen Namen vergessen hast. You can't. Aber ich habe ihn nicht vergessen. Ich heiße Miku. Miku? Der Name hört sich lustig an. Hey, ganz vorsichtig, ja? Vorerst kannst du diesen Namen verwenden, wenn du das wünschst. Aber ich bin mir ganz sicher... Den Rest überlasse ich dir, Vulkanon. Yes. Natürlich. Shall we go? Nun, Prinz, gehen wir? Ich glaube wirklich nicht, dass ich ein Prinz bin. Werden wir ja sehen, ne? Miku? Ja? Vergiss nicht, was du mir vorhin versprochen hast. Ich hab dir was versprochen. Was? Hast du es schon vergessen, du unbedachtes Girl? Die Art, wie ich spreche. Meine geheime Lässigkeit. Okay, jetzt erinnere ich mich. Also wirklich. Wie konnte mir nur so ein Missgeschick passieren? Du sollst besser dein Versprechen halten, sonst... Okay, das werde ich. Das ist sehr lustig. Nun, dies ist dein Zimmer, Eure Majestät. Gestatte mir, dir die Modalitäten des Hauses zu erklären. Bitte folge mir. Machen wir! Wir können schon schlagen hier einfach drinne. Okay, wir haben unten eine Karte, wir können aber wahrscheinlich noch nicht ins Menü. Und ich würde gerne die Sounds ein bisschen leiser stellen, weil die dröhnen schon ordentlich, ne? Aber gut, dann reden wir mal mit ihm. Dies wird dein Tagebuch sein. Hier kannst du deine Daten speichern, Eure Majestät. Wenn du dich davor stellst, kannst du A drücken, um das Tagebuch zu öffnen. Bitte versuche jetzt, deine Daten zu speichern. Ja, versuchen wir mal. Worauf habe ich Lust? Ein Tagebucheintrag schreiben. Sehr nett. Oh, ich mag die Sounds, ne? So, speichern wir mal. Daten gespeichert. Ich denke, ein bisschen Zeit haben wir noch für diesen Let's Play, ne? Ja. Hey! Für diesen Part meine ich. Wenn du deine Daten im Tagebuch speicherst, wird alles über dich für die Nachwelt aufgezeichnet. Deswegen empfehle ich dir, jeden Tag vor dem Schlafengehen zu speichern. Für die Nachwelt aufgezeichnet, ich mache Let's Play, mein Gutster. Das wird wahrscheinlich, solange YouTube lebt, öffentlich bleiben. Als nächstes erkläre ich dir etwas über dein Bett. Komm, Eure Majestät. Erklär mal. I've been waiting for you. Wenn du in diesem Bett nächtigst, wirst du dich garantiert gut erholen und pünktlich um 6 Uhr morgens aufwachen. Wenn möglich, solltest du versuchen, jede Nacht in deinem Bett zu schlafen. Schlaf ist gut für dich. Wenn du nicht im Bett schläfst, wirst du müde und fängst dir noch eine Erkältung ein. Schlaf wird dir nicht nur helfen, wieder zu Kräften zu kommen. Es hilft dir ebenfalls, groß und stark zu werden. Also nach solch einem Tag musst du erschöpft sein. Da du nach deinem Sturz nicht mehr allzu viele LP hast, würde ich vorschlagen, dass du augenblicklich zum Bett gehst und dich ausruhst. Ohne LP, ohne Lebenspunkte, landest du nach nur einem Treffer in der Klinik. Oh, okay. Dann prüfe jetzt bitte dein Bett, um sicher zu gehen, dass es dir auch genehm ist. Ich habe eine geruhsame Nacht. Machen wir. Wir schlafen mal. Wach auf. Es ist Zeit aufzustehen. Huch. Hallo? Schläft sie? Aber ich könnte schwören, dass sie mich angesehen hat. Sorry. Wie bitte? Bist du wach? Guten Morgen. Ja. Oh, guten Morgen.
Wie kannst du einfach so im Stehen schlafen? Das weiß ich auch nicht so genau. Ich denke, ich bin wegen etwas Bestimmten gekommen. Oh je, was war das nochmal? Ah, genau. Hey, Vulkanon hat mich gebeten, dich zu wecken. Bist du schon wach? Ja. Ah, gut, also, guten Morgen und es freut mich, dich kennenzulernen. Ich heiße Chlorika. Ich bin... Okay. Ich bin ein Butler in Ausbildung. Ich bin Miku. Oh, wie seltsam. Herr Vulkanon hat gesagt, dein Name wäre Arthur. Oh, nein, ich heiße definitiv Miku. Ich werde lieber so genannt. Wie du möchtest, Miku. So ein angenehmer, verträumter Name. Wie auch immer, ich bin mir nicht ganz sicher, was hier vor sich geht, aber ich werde mein Bestes geben, um dir zu dienen. Danke vielmals. Oh, hier. Ich habe früh... es war immer schön, ne? Es ist immer sehr schön, dass das ein Voice-Over hat, ne? Aber man muss halt... Manchmal haben die einen Voice-Over, manchmal hier nicht. Und deswegen... Ich mag da nicht zwischenreden, ne? Weil ja, wenn ich das auf Japanisch stellen würde, könnte ich vielleicht zwischenreden ohne... Weil Japanisch wird sowieso kaum verstanden, deswegen macht es nicht so viel aus. Aber ist ein bisschen schwierig gerade für mich. Ich habe Frühstück gemacht. Probier mal, wenn du möchtest. Deswegen muss ich immer abwarten, ob da jetzt Text kommt oder nicht, ne? Oh, Apfelkuchen, das sieht so lecker aus. Bei ihm zum Glück nicht. Apfelkuchen, das war auch schon immer eine meiner Lieblingsspeisen. Dankeschön. Aber sehr gerne doch. Drücke B, um zu essen. Ist es auf, okay? Okay, wir tragen jetzt voller Stolz nach oben. Nehmen wir es, essen wir es nochmal. Das war echt lecker. Wie schön. Ist eine Mahlzeit pro Tag und du wirst immer größer und stärker. Also vergiss nicht, jeden Tag zu essen. Okay. Ich werde jetzt gehen. Heißt das, mit stärker werden jetzt nur, die Lebende aufgefüllt werden oder werden wir wirklich stärker, indem wir unsere Stats erhöhen oder so? Aber vorher noch eine Sache. Miku, geh durch diese Hintertür nach draußen, sobald du richtig wach bist. Da draußen ist ein Feld. Und du wirst lernen, wie du es bestellen kannst. Ich? Ein Feld bestellen? Genau. Lady Ventusville hat klare Anweisungen gegeben. Sie hat gesagt, wer nicht arbeitet, bekommt auch kein Essen. Also, angeblich bin ich ein Prinz, stimmt's? Das stimmt. Ein Prinz soll also das Feld bestellen? Natürlich, wer denn sonst? Ich dachte, ein Prinz würde ein etwas vornehmeres Leben führen. Du kannst das Feld auf vornehmende Art bestellen. Ja, das wäre eine Option. Laut Lady Ventusville bist du perfekt dafür geeignet, das Land zu bestellen. Was soll das heißen? Ich weiß nicht. Naja, ich schätze, ich sollte es herausfinden. Aber Leute, ich würde sagen, hier beenden wir den Part. Und nächstes Part gehen wir dann weiter in die Dings hier. Ich weiß noch nicht, wie ich das veröffentliche. Ich hoffe mal, ich schaffe es täglich, aber ich denke mal schon, ne? Sie hat jetzt ja schon einen Tipp gegeben, wegen Apfelkuchen, dass sie Apfelkuchen mag. Also schon mal sehr gut, sollte ich mir vielleicht mal aufschreiben. Ich habe Leute, ihren Namen, Chlorika, okay. Alles mal aufschreiben, damit ich ja nichts vergesse. Und ja, wie gefällt euch das Let's Play bisher? Der Anfang ist ein bisschen sehr viel Tutorial und ein bisschen sehr viel Lernen und so weiter. Ich bin es auch ein bisschen ungewohnt, dass wir jetzt die ganze Zeit mit dem Schwert in der Hand rumlaufen, aber vielleicht kann man das ja irgendwie ablegen. Ich weiß noch nicht wie. Deswegen tut es mir leid, aber ich lerne ja noch, ne? Das war der erste Part und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, falls ihr nichts mehr von diesem Projekt verpassen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.